Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Bruder. Ne, heute ist ja Broski-Zweitkanal. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder eine ganz schnelle Quickie-Episode. Transfermarkt, what's my value? Ihr habt das letzte Video davon übertrieben gefeiert. Da haben wir die FIFA 21 Ratings geratet. Keine Ahnung, wie man es nennt. Jedenfalls gibt es das heute, das habt ihr euch extremst gewünscht, mit richtigen Marktwerten. Ich mache das heute nicht mit einer Liga, sondern wir kümmern uns um die wertvollsten Spieler der Welt. Falls ihr das Ganze feiert, dann lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da und kommentiert mal gerne, was euer Highscore ist, was ihr bis jetzt geschafft habt. Ich werde das Ganze gleich auf der harten Einstellung spielen, ja. Und kommentiert mal gerne, was ihr als nächstes sehen wollen würdet. Ja, es gibt verschiedene Ligen, die man auswählen kann. Und was ich gerade auch gesehen habe, das ist hier neu, Legenden des 21. Jahrhunderts. Ja, das ist ganz nice. Da kann man halt solche Spieler wie Ronaldinho, Ronaldo, sowas halt gegeneinander raten. Ist vielleicht auch ganz cool, aber ich würde sagen, wir starten jetzt hier erstmal rein mit wertvollste Spieler der Welt auf der harten Einstellung. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall easy rein. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Like-Button auseinanderzunehmen. Und der erste ist eigentlich relativ easy. Marcus Rashford gegen Richarlison. Da ist Rashford schon ein bisschen mehr, obwohl beide auf jeden Fall echt starke Stürmer sind. Feke müsste auch niedriger sein. Wo schätze ich Feke? Ich sag 40 glatt. 32, okay. Ihr könnt ja auch natürlich immer ein bisschen mitraten. Also letztes Mal, Sané ist auf jeden Fall höher, war das Feedback echt richtig, richtig gut bei dem Video. Ich bin mal gespannt, ob ich bei den Marktwerten auch gut klarkomme. Ich glaube, Kanté und Sané sind gleich. Oha, oha, das war eine risky Entscheidung. Mason Mount, oder wie ich ihn immer nenne, Mouse Mount. Der müsste niedriger sein, 45. 5 Punkte haben wir. Gabriel Jesus, Jesus ist schon höher, oder? Ja, 60 Millionen. 60 Millionen. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger als FIFA 21 Ratings. Zumal FIFA 21 Ratings hat man halt auch einfach jetzt, wenn man ein paar Packs geöffnet hat, ein bisschen im Kopf. David Neres. Ich glaube, der ist 35 wert. Bisschen mehr. 36. Junge! Ich bin aber gut drin, Alter. Naby Keita. Oh, der hat jetzt nicht so viel gespielt in den letzten Jahren. Also in den letzten anderthalb, zwei Jahren bei Liverpool. Ich sag, der ist 28 wert. Bisschen weniger. Ah, schade, krass. Ich hätte weniger gedacht. 75.000 nur Marktwert, aber ich würde sagen, wir starten nochmal neu rein. Kimmich ist mehr wert als Pjanic. Let's go. Wie schon auf einen ganz guten Marktwert kommst. Skriniar ein bisschen weniger. 50 Millionen. Come on, come on, come on. Alex Steers, der ist jetzt gerade erst gewechselt. Gleich, niedriger, höher. Ich mach mal gleich. Fuck. Fuck, Alter, was ist los heute? 15 Euro Marktwert. Bin ich Spieler bei Schalke oder was? Lul, nochmal spielen. Nicola Pepe, niedriger als Koulibaly. So, ey, come on, jetzt will ich aber hier performen. James Rodriguez, niedriger, sage ich. 35. Der ist aber gerade krass bei Everton. Der will wieder hochgehen. Pundé. Oh, gleich oder niedriger? Der hat ja die Euroleague gewonnen. Niedriger? Digga, das ist aber auch Hardcore, Alter. 15 Euro Marktwert. Zagadou, Grimaldo. Zagadou, niedriger. Was? Was? Ich hab 0 Euro Marktwert. Digga, ich dachte for real, ich bin gut in sowas. Ich hab einfach 0 Euro Marktwert. Kabarell niedriger als Ödegaard. So, come on. Ey, 8 Highscore, Hilfe. Koke, höher. 60 Millionen. So, Wilfried Zaha, niedriger. Aber der müsste auch gut was wert sein. 50 Millionen. So. Insigne. Ah, Insigne ist schon älter, mit der ist nicht mehr so viel wert. Der ist schon ein bisschen älter. Ach. 2 Millionen. Sabitzer niedriger, 35. Aber Sabitzer krass underrated, ich feier den. Der Wilsch niedriger. Was? Was? Warte. Der ist 60 Millionen wert? Wie schreibt man den? 28, 60 Millionen wert. What the fuck, Alter? Also ich weiß, dass das ein krasser Verteidiger ist und der vor 2 Jahren ablösefrei von Lazio gekommen ist, aber 60 Millionen hätte ich nicht gedacht. Krass, okay, Weltbild komplett zerstört. Marktwert 7.500 Euro. Und ich will keine blaue Reise machen. Okay, next one. Diego Jota gegen Unai Simon. Diego Jota höher, 40 Millionen. Alter, das ist echt schwierig, ne? Das ist wirklich hardcore schwierig. Rüdiger, niedriger. Thauvin höher, Alter. 32 Millionen. Reguillon ist halt ein Verteidiger. Kleines Stück niedriger. 28. Ey, Hilfe, das ist schwer. Leck mich am Arsch. Rodrigo höher. 30 Millionen. Alter. Digga, was sind denn das? Ben Chilwell höher. 50 Millionen. Digga, da sind echt schwierige Teile dabei. Romelu Lukaku höher. Safe call, Digga. Der Typ ist so eine Maschine, ne? Ich find's immer noch krass, dass er bei Menu phasenweise so kacke war und jetzt bei Inter wieder so rasiert. So, Highscore geknackt. 8 Punkte. Let's go. Lacazette müsste immer noch höher sein.
Ja. Er hat zwar in FIFA das absolut ekelhafteste Downgrade bekommen, aber der ist immer noch stabil unterwegs. Richarlison haben wir gerade gesehen, 60 Millionen sogar. Okay, 10 Punkte Highscore, Freunde. Wir sind gar nicht mehr so scheiße. Fekir war, glaube ich, 38 Millionen, niedriger 32. Come on. Romagnoli. Wo ich sag höher oder gleich. Ich glaube, der ist 26 oder so, ne? Oh, höher. 36. Uff. Nee, niedriger. Was? LOL, Digga, ich schwöre auf alles. Ich dachte, das soll... Ey, die Inter-Fans werden mich auslachen. Ich dachte, das ist so ein random Jugendspieler. LOL, er ist einfach 45 Millionen wert. Ich kannte den nicht mal. LOL, Digga, was? Ich kannte den nicht mal. What? Was? Ich meine, ey, wir wissen alle, dass FIFA kein Parameter für Real-Life-Marktwerte und so ist, ne? Mich würde einfach nur interessieren, was der für eine Karte hat. 75er. Krass. Original, ich sehe den zum ersten Mal, ne? Also, for real, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 1,13 Millionen Marktwert. Wir gehen nochmal neu rein. So, Saul Niguez, niedriger. 70 Millionen. Ey, krass. Den kannte ich halt einfach nicht mehr. Gündogan, niedriger. 40 Millionen. Ich finde es halt so schwierig so, ne? Also normalerweise, ich würde sagen, ich kenne schon relativ viele Spieler und ich weiß auch immer ungefähr, wie die so in den letzten Jahren performt haben. Ich weiß ungefähr, wie alt die sind. Ich weiß ungefähr, was die so für einen Marktwert haben sollen. Aber es gibt dann immer so Parameter. So, dann hast du zum Beispiel jetzt einen Rafael Guerrero, muss ich als Schalke-Fan sagen, der wäre in der Premier League nach der letzten Saison wäre der 50, 60 Millionen wert. So, und dann kommt ein Rodri dann daneben. So, und weißt du, der ist 64. Also, ich finde es extrem schwierig bei sowas, Alter. Ohne Witz. So, Brand müsste ein bisschen niedriger sein. 40 Millionen. Ich finde das extrem schwierig. So, weil du einfach teilweise liegen hast. So, dieser Fabian Ruiz würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie 42 wert ist oder so. 50. So. Das ist immer richtig schwierig, Alter, weil es gibt Ligen, die sind einfach so crazy underrated oder auch manchmal so krass overrated. Das ist halt echt heftig. So, Diego Carlos müsste höher sein, hat frisch die Euroleague gewonnen, war einer der wichtigen Spieler da. 50 Millionen, so. Okay. Hudson-Odoi, ich glaube, das ist ein Stück niedriger, oder? 35. Okay, wir haben 10 Punkte. Wijnaldum höher. Wijnaldum safe höher, aber auch nur 4. Ah, Wijnaldum ist 29 oder so, ne? Okay, Fellon Mondi höher, sage ich. Digga, lass den doch 1 Euro mehr wert sein. Lass den doch 1 Euro mehr wert sein. Come on. Letzter Versuch. Komm schon. Aber das ist bis jetzt heute keine gute Vorstellung. Da müssen wir zur Not das einfach... Müssen wir das zur Not einfach nochmal machen. So. Letzter Versuch. Come on, Alter. Das gibt's doch nicht. Thomas Partey. Ah, Mann! Das kann doch nicht sein! Ey, aber wie soll man das denn wissen, Alter? Das sind immer so 6 Millionen Beträge. Harry Kane, João Felix, Alter, João Felix. Absolut overrated. Aktuell finde ich, was den Marktwert angeht. Ich glaube, der ist ein 100 glatt wert. 80. Ey, je, niedriger. Digga, dann hast du hier teilweise Unterschiede von 50 Millionen. Da weißt du direkt Bescheid. Wort Wekos, glaube ich, bisschen niedriger. Wie soll man, Digga? Ich weiß doch, ich kenne doch nicht die Transfermarkt.de-Seite auswendig. Woher soll man? Ich hab null Punkte. Ich höre offiziell auf. Nee, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Digga, ich distanziere mich von diesen Aufnahmen. Mit diesen Aufnahmen habe ich nichts zu tun.